Weiter im Text. War hier was? Ja, ein Schokofrosch und ein Schokofrosch. Die Krabbe natürlich nicht zu vergessen. Nein, ich möchte doch hier keine Tiere diskriminieren. Und indem ich sie einfach vergesse. Ich weiß nicht, diese Riesenkrabben sind ja schon sehr beachtlich. Aber ich frage, die scheinen ja dann dauerhaft geschädigt zu bleiben. 7 von 10 schon. So, gehen wir mal weiter. Oh, noch so ein Riesenraum. Ey, da fliegt ja ein Vogel. Wieso können wir den Vogel jetzt eigentlich nicht abschießen? Hä, was zum Geier war denn das? Nee, das war jetzt aber gerade ein Bug vom Spiel, oder? Dieser Alohomora. Das ist Alohomora-Teil. Alohomora! Hä? Mir hat's gerade die Sprache verschlagen. Mal wieder. Also quasi, ich hab, also, in dem Vogel war ein Alohomora-Zauber? Ist das jetzt euer Ernst? Hier sollte man, glaube ich, nicht sterben. In dem Vogel war ein Alohomora-Zauber? Also wenn er in Wirklichkeit in der Decke war, sagt mir das. Das finde ich, fände ich plausibler. Yahoo. Ich bin voll toll. Eine Bohne. Naja, warum auch nicht. Ja, und was ist da? Ah, das Blöde ist, ich lass mich da ein bisschen von dem Licht irritieren. Boah, das ist ja verschickt. Und jetzt? Wow! Das ist ja crank! Jetzt aber! Jo, tadatatam. Unser zweiter Schlüssel. Sehr gut, sehr gut. Boah, also diese Elastozauber sind ja crank, ey. Die wären nichts für mich. Ich bin nämlich nicht ganz schwindelfrei. Boah, ne. Beim besten Willen. So, diese Stufen sind zwar jetzt halbtransparent, aber sie bleiben da. Genau. Ist nur eine Frage, wie komme ich denn... Verdammt. Eine Ohrfeige links. Eine Ohrfeige rechts. Oh, nein. Ich hätte doch von der Plattform darunter... Ich hätte einfach da runterspringen müssen und dann das holen müssen. Oh nein, nein, nein. Oh, ihr könnt mir gerne Arschtritt dafür geben. Ich gebe mir nämlich gerade selbst ein. Gefühlt, metaphorisch gesehen halt. Nein, wie kann man nur so blöd sein? Oh, egal. Dann mache ich das halt bei der Revanche. Ja, klar. Ja, natürlich, ihr seid ja lustig. Aber nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Warum müssen die Spinnen jetzt mit hochkommen? Hä? Wo denn? Ich verstärke den nochmal. Nein, also die Wichtel... Die Wichtel peilen wirklich nichts. So. Ich höre irgendwas grunzen und grummeln. Vielleicht ist es ja irgendwie Percy, der schlecht drauf ist. Oder Wut mit Blähung. Also ich höre ganz kleine Feuerkrabbe. Was ist denn das schon wieder für ein... Was ist denn das schon wieder für ein Stranger-Raum hier?
Boah, also auf jeden Fall ist das... Das sieht doch irgendwie schon mehr übel merkwürdig aus. Ich springe mal auf das Naheliegendste. So weit runter wollte ich eigentlich nicht. Toll. Das hatte ich wirklich nicht vor. Ja, das war ja mal wirklich ganz unauffällig. Ja, und was ist hier? Ein Geheimnis. Wie viel haben wir denn? 616, na immerhin. Immerhin finde ich ein paar. Ich meine, dafür, dass ich normalerweise gar nichts finde. Na. Ich will diese Bohnen. Ich will sie. Und zwar jetzt sofort. Jawohl. Da lasse ich mich von überhaupt nichts aufhalten. So, jetzt bin ich wieder oben. Aber das hilft mir, glaube ich, überhaupt nichts. Na super, Harry. Ich dachte, du krallst dich da fest. Oh Mann, du Fisch. Jetzt. Egal, ich wundere mich überhaupt nichts mehr. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Aber ich höre trotzdem das Grunzen einer Krabbe. Ja, irgendwie. Also der überrascht mich jetzt auch nicht mehr. Okay, er versinkt lieber im Boden. Der sollte auch gleich lieber im Boden versinken vor Scham. Ach, das ist eine Metallbrücke. So ist das also. Okay, da komme ich nicht weiter. Ich muss hier hin. Super, natürlich. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Geh schlafen. Wie konnte die das denn jetzt abwerfen? Die hat sich doch überhaupt nicht zu mir gedreht. Warum ist hier gerade eine Feuerlandschaft unter mir entstanden? Gut, die Spinnen bleiben lieber auf Stillstand. Das soll mir nur recht sein. Wie, ich kann dich nicht treffen. Nicht? Na gut. Dich? Auch nicht. Na gut. Aber ich bleibe in Alarmbereitschaft. Ah, so. Ach, hier bin ich. Jetzt bin ich wieder hier. Das wäre doch jetzt witzig, wenn die Brücke jetzt gerade wieder umkippen würde. Oh. Wäre das witzig. 9 von 10 schon. Wow. Ich bin zufrieden mit mir, muss ich wirklich sagen. Also dafür, dass ich ja so eigentlich gar keinen Plan mehr von dem Teil hier habe. Trotzdem 9 von 10. Nicht schlecht. Ey, das sieht böse aus. Das unter mir leider auch. Wer baut eigentlich immer diese... Nee. Nee, so blöd konnte man doch jetzt nicht sein. So blöd konnte man doch nicht sein. So blöd... Nein. Danke sehr. Oh. Meine Güte. Manchmal bringe ich schon so ein paar Aktionen. Was ist das denn? Ja, das war so klar. Nö, aber mit... Nö, ich lasse mich von sowas nicht mehr reinlegen. Nö. Und schocken lasse ich mich von sowas schon gar nicht. So, da ist schon der Stern. Wir sind fertig. Ich verschwende jetzt keine weitere Zeit. Klotsch, wo komme ich denn damit hin? Ich weiß, aber ich weiß ja, wo das letzte Speicherpunkt ist. Aua! Nee, bitte nicht so. Bitte nicht sowas. Nein, das war genau das, was ich nicht wollte. Ja, das war genau das, was ich befürchtet habe. Das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Toll, ich bin jetzt dazu verdammt. Super. Und was mache ich jetzt? Wie mache ich jetzt hier weiter? Hallo, hallo. Stümper! Autsch. Das tat weh. Oi, oi, oi. So. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt einfach kurz das Spiel beenden und werde dann beim letzten Speicherbuch einsteigen, wo wir zuletzt waren, da vor diesen komischen herumwedelnden Pendeln. Und werde dann mir den Stern direkt holen. Das ist mir jetzt echt zu blöd, weil ich komme hier so nicht weiter. Also, bis gleich.